Ja, liebe Fußballfans, Soccer Services präsentiert heute den Vorbericht zum Bayerischen Derby. Am 12. Februar empfängt der FC Augsburg in der SGL Arena zum Bayerischen Derby den ersten FC Nürnberg. Heute haben wir zwei prominente Gäste eingeladen. Zu meiner Linken, wie gehabt, unseren FCA-Experten Günter Bayer. Und zu meiner Rechten heute, Franke, war auch beim FC Nürnberg in der Bundesliga hinter Andi Köpke. Kurt Kovac, aktuell Chefcoach beim TSV Meidingen. Ja, bevor wir auf dieses Derby kommen, wollen wir natürlich kurz zurückblicken auf das letzte Spiel. Letztes Mal hat man schon angewähnt, Punkt ist irgendwo Pflicht, um sagen wir, sich noch Chancen auf den Klassenerhalt zu machen. Für unsere Zuschauer, dieses 2:2 in Hoffenheim, wie bewertest du das? Ja, hallo zusammen. Ja, zunächst mal war eine Enttäuschung da nach dem 2:2, direkt nach dem Schlusspfiff, weil man dieses Spiel hätte durchaus gewinnen können. Jetzt muss man sagen, nach der Niederlage von Kaiserslautern und nach der gleichzeitigen Niederlage von Hertha BSC, glaube ich, dass es eher ein Punktgewinn war. Der FC Augsburg ist dadurch weiterhin im Geschäft und hat die Möglichkeit, mit einem Heimsieg nächste Woche den Anschluss zu schaffen und vielleicht den ein oder andere Mannschaft sogar hinter sich zu lassen. Zum Spiel selber muss man sagen, es war eine ordentliche Leistung. Die Mannschaft hat hervorragend dagegen gehalten und hat durchaus diesen Punkt verdient. Es wäre aus meiner Sicht auch möglich gewesen, 3 mit nach Hause zu nehmen, aber wir sind auch mit dem Punkt zufrieden. Ja, das war das Statement von Kicks Bayer. Jetzt wollen wir den Kurt Kovac befragen. Kurt, der Club aus meiner Sicht gegen den deutschen Meister zu Hause, ersten Halbzeit sehr gut gespielt, hochkarätige Chancen nicht verwertet und dann halt konsequenterweise gegen eine Klassenmannschaft dann verloren. Vielleicht dein kurzes Fazit zu diesem Spiel des FC Nürnberg, zu dieser Heimniederlage gegen den deutschen Meister. Ja, war natürlich ein extrem schwieriges Spiel für den Club, aber überraschenderweise sehr, sehr gut reingekommen in das Spiel und haben hochkarätige Chancen gehabt am Anfang und haben die leider Gottes nicht genutzt. Und sowas rächt sich dann gerade gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, die im Prinzip auf 1-2 Fehler wartet und dann eiskalt zuschlägt. Und ja, Dortmund glücklich, muss man sagen, mit einem 0-0 in die Halbzeit gegangen. Und nach dem Wechsel dann halt in einem sehr günstigen Zeitpunkt das 1-0 erzielt, in der 48. Minute. Und sowas ist natürlich, das spielt dem deutschen Meister voll in die Karten. Und Nürnberg hat dann natürlich Probleme gehabt. Das ist klar, man muss nach vorne spielen, man muss sich öffnen. Man bietet dem Gegner dann ganz einfach Raum und Platz, um entsprechende Konter zu setzen. Und da ist Dortmund dann mittlerweile so gereift, ja, dass die dann den entscheidenden Konter gesetzt haben und 2:0 gewonnen haben. Ich sag mal, aufgrund der ersten Halbzeit glücklich. Ja, wenn im Endeffekt vielleicht auch verdient, aber es war doch glücklich für Dortmund. Und Nürnberg muss man eine sehr, sehr gute Leistung bescheinigen, zumindest in der ersten Halbzeit. Und ja, sie haben in Hannover das umgekehrt gemacht. In Hannover hat der Club 1-0 verloren und hat in der ersten Halbzeit total schlecht gespielt, die zweite dann aber bestimmt. Und man hofft jetzt natürlich, dass man am kommenden Wochenende beim FCA dann 2 gute Halbzeiten hinbekommt und dann mit 3 Punkten da nach Hause fährt. Ja, das hoffen natürlich beide Lager. Jetzt wollen wir auf die Bedeutung dieses Spiels gehen. Für die Fußballfans, wenn man die Tabelle anschaut, der FC Augsburg aktuell mit 17 Punkten, also auf dem direkten Abstiegsplatz, davor Kaiserslautern und Hertha, und die Nürnberger sind auf dem 14. Platz mit 21 Punkten. Welche Bedeutung, Gigs, hat denn dieses Spiel für den FCA? Ja, für den FCA, denke ich mal, wird es schon langsam ein Muss, dass man mal ein Heimspiel gewinnt, dass man zu Hause mal wieder einen Dreier einfährt, den ersten in dieser Rückrunde. Und wenn man die Konstellation in der Tabelle so beachtet, dann wird der Kaiserslautern in München gegen die Bayern, gehen wir mal davon aus, dass das Kaiserslautern verlieren wird. Und die Hertha fährt nach Wolfsburg. Und auch da, glaube ich, wird es für Berlin schwer werden zu bestehen. Und da weiß man dann schon, welche Bedeutung dieses Spiel für den FC Augsburg hat. Aus Nürnberger Sicht ist es so, mit 21 Punkten haben sie im Moment 4 Punkte Vorsprung vor dem FCA. Das heißt, bei einem Sieg wären es 7 Punkte. Das käme einem Befreiungsschlag gleich. Aber ich werde das aus Augsburger Sicht betrachten und da gibt es kein Wenn und kein Aber. Die Mannschaft muss in der Lage sein, am Sonntag dieses Derby für sich zu entscheiden. Ja, das wird einerseits die Augsburger fragen. Wir wissen ja, Kurt, du bist ja auch lange in Augsburg gewesen, aber durch die fränkischen Wurzeln schaut man natürlich immer auf den ersten FC Nürnberg. Wie bewertest du dort die Situation? Wie sehen die Verantwortlichen, die Fans? Was für eine Bedeutung hat denn dieses Derby? Derby so und so sollte man gewinnen aus Nürnberger Sicht, aber besonders dieses Spiel aufgrund dieser Punktesituation.
Ja, wie der Günther schon gesagt hat, für den Club kann das ein Befreiungsschlag werden. Wenn man hier in Augsburg gewinnen würde, hätte man 24 Punkte, das sind 6 Punkte Differenz auf die unteren Tabellenplätze. Und dann kann man sich ganz einfach ein bisschen absetzen. Also, das ist ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel. Und wenn man das ganz einfach heimfährt, dann steht man sehr, sehr gut da. Vor allen Dingen, dann kommen die Mannschaften von unten ganz einfach noch mehr unter Druck und sie sind ganz einfach im Zugzwang. Also, der Club muss versuchen, hier die 3 Punkte zu holen, wobei ich sag mal, er kann auch mit einem Unentschieden leben. Man hat dann die Distanz nach unten gewahrt. Die kommenden Spiele ja, sind ganz einfach so, dass man auf Gegner trifft, die man auch schlagen kann. Und von daher gesehen, es ist nicht zwingend, dass der Club jetzt hier gewinnen müsste. Und das ist vielleicht im Endeffekt auch ein kleiner Vorteil. Man kann ein bisschen auf Abwarten spielen, man kann ein bisschen defensiver spielen, kontrolliert aus der Defensive ganz einfach Konter fahren und da haben sie ganz einfach vorne ganz gute Leute mit Pekkard, Bunjaku ist jetzt auch wieder fit und da muss der FCA gewappnet sein. Das wird ein sehr, sehr gefährliches Spiel für die Augsburger und wie gesagt, Nürnberg kann ein bisschen aus der Defensive agieren. Der Kurt hat schon ein bisschen so die taktische Marschroute vorgegeben. Gix, wenn Sie die letzte Aufstellung von der Augsburg anschauen, Kaisenbracker, Langkamp, denke ich mal, Langkamp im Tor, muss man sagen, dann Verhaag de Jong so als Viererabwehrkette, dann hat er den Hossegai Bayer, Sechserposition, so wie du ein bisschen vorausgesagt hast, aber der immer mit Offensivakzent, also 4-2-3-1. In diesem System gegen Nürnberg, was muss denn da Lojo Schlubokai besonders achten? Ja, zunächst mal denke ich, dass im System nichts Großartiges verändert wird. Ich erwarte auch den 1. FC Nürnberg in diesem 4-2-3-1-System, sodass man im Prinzip eine Schablone drauflegen kann und es wird eine 1-zu-1-Situation werden. Mich hat es gefreut, dass Bayer mal auf der zentraleren Position spielen konnte und da war er dann auch der Dreh- und Angelpunkt in diesem Spiel und ich hoffe und ich wünsche es mir, dass er das auch gegen den Club machen kann. Was mit Co. passiert, ob er zum Einsatz kommt vom Anfang an, das wird die Woche jetzt im Training wohl sich entscheiden, wie er sich integriert, wie er an die Mannschaft rankommt. Aber ich denke schon, dass er die Möglichkeit bekommen wird, von Josh zu Hause mal zu zeigen, was er alles drauf hat. Für wen? Naja, viele Möglichkeiten bieten sich da jetzt nicht an. Ich würde die Doppelsechs mit Hosogai und Bayer so lassen. Das heißt, dann würde Co. auf einer Außenposition erscheinen und da kommt ein Cheng oder eben der Werner in Frage, der zwar sehr fleißig ist und sehr schnell ist aber im Abschluss Pech hat und im Moment vielleicht nicht so diese Glückssträhne hat, die man braucht. Also ich könnte mir da den Co. auf dieser Position vorstellen. Ansonsten glaube ich nicht, dass es irgendeinen großartigen Wechsel geben wird. Mölders hat gezeigt, dass er wieder Tor schießen kann. Und wenn man überlegt, dass die ganze Mannschaft gerade mal 17 Tore geschossen hat, dann ist der Schnitt von Mölders ja nicht so schlecht. Würde der bei Bayern München spielen, hätte er wahrscheinlich auch 12 oder 13 Tore gemacht. Ja. Also, wie gesagt, es wird sich in der Aufstellung nichts Großartiges ändern, wenn in dieser Woche keine Verletzungen oder Krankheiten dazwischen kommen. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass Co. in der Startelf steht. Ja, ganz klare Forderung von Gigs Bayer. Kurt, wenn wir uns die Aufstellung vom FC Nürnberg anschauen, die letzte, selbe System, Schablone draufgelegt, so wie es der Trainerkollege gesagt hat. Mir sind der Pekkard aufgefallen, er hatte gute Chancen, gegen Dortmund hat sie leider nicht genutzt. Der Dieter Hecking hat wahrscheinlich noch ein paar graue Haare dazu bekommen, weil man solche Chancen gegen einen deutschen Meister oft nicht bekommt. Wo siehst denn du die entscheidenden Duelle, wenn jetzt Nürnberg, sagen wir, erfolgreich sein will in Augsburg? Ja, ich sehe ganz einfach einen großen Vorteil darin, dass man nicht unbedingt gewinnen muss, wie schon gesagt. Also man kann etwas verhaltener spielen, die Initiative muss der FCA ergreifen und das eröffnet ganz einfach, das ist etwas einfacher zu spielen für eine Mannschaft, ganz einfach, wenn ich aus der Defensive kommen kann. Ob sich an der Mannschaftsaufstellung großartig was ändert, ich weiß, dass Pinola wieder im Training ist. Es könnte sein, dass der vielleicht zum Einsatz kommt. Auf der anderen Seite Klose in der Innenverteidigung, wobei die eigentlich recht gut gestanden hat mit Marot und Wolscheid. Von daher gesehen, ob da eine Änderung jetzt erfolgt, kann man schlecht sagen. Ja. Ansonsten, ich gehe nicht davon aus, dass großartig die Mannschaft verändert wird, wie der Günther sagt, vorausgesetzt, dass sich keine verletzen, dass keine Krankheiten auftreten.
Also man wird mit der ähnlichen Mannschaft auflaufen hier, weil ganz einfach auch das Spiel gegen Dortmund gezeigt hat, dass die Mannschaft topfit ist und dass er in der Lage ist, guten Fußball zu spielen. Also man muss es ganz einfach abwarten und es wird auf jeden Fall ein hochinteressantes Spiel, vor allen Dingen, weil zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die ja der eine haben 33 Gegentore, die anderen 31. Beide haben 19 Tore erzielt, also sind im Sturm nicht so überragend. Ja. Also es wird sicherlich darauf hinauslaufen, dass es ein sehr, sehr knappes Ergebnis wieder werden wird. Du hast es angesprochen, vielleicht nochmal eine Frage eingeworfen. Kann es ein Torhüter-Duell werden? Kann das der Tag werden, wo Jensch und Schäfer vielleicht das ausmachen können? Wer die bessere Form hat? Ach, es sind, denke ich, beides Routiniers, die da im Tor stehen. Die machen ihren Job hundertprozentig, ob das jetzt Jentsch ist oder ob das Schäfer ist. Die werden da, glaube ich, jetzt nicht das Spiel entscheiden. Jeder weiß, was sie fangen können und das fangen sie. Und was sie nicht fangen können, das sind einfach dann die Bälle, die hundertprozentig in der Kiste sind. Also ich meine nicht, dass es eine Torhüterentscheidung gibt in diesem Derby. Sondern ich denke mal, der Enthusiasmus, der Wille, die Bereitschaft, vielleicht bei eiskalten Temperaturen da an die Grenze oder über die Grenze hinauszugehen, das wird aus meiner Sicht eher spielentscheidend sein. Ja, vielleicht zum Torhüter Kurt Kovac. Ich habe so gesehen, dass Raphael Schäfer hervorragend gehalten hat gegen Dortmund. Kann so ein Spiel, so ein Derby, Raphael Schäfer richtig motivieren? Ja klar, weil Raphael Schäfer ist ganz einfach ein positiv Verrückter. Ja. Er ist ein typischer Torwart, ja, der natürlich auch spielentscheidend sein kann. Aber das kann auf der anderen Seite der Simon Jentsch genauso. Das sind beides Leistungsträger in ihren Mannschaften und von daher gesehen, man muss sehen, wer wie viel zu tun bekommt und da kann jeder über sich hinauswachsen. Jeder kann im Endeffekt dieses Spiel entscheiden. Worauf ganz einfach der Club sehr viel Wert legen wird, sind die Standardsituationen, die schon gegen Dortmund sehr, sehr gut geklappt haben, leider nicht mit dem Erfolg gekrönt wurden. Aber das wird vielleicht so der Schlüssel zum Erfolg sein und da muss der FCA höllisch aufpassen, dass man zum einen Standards vermeidet, um und im eigenen 16er und zum anderen, wenn es wirklich welche gibt, dass man da hochkonzentriert ist und versucht, die Kiste zu verteidigen. Und beim Club liegt da sicherlich eine große Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Ja, dann wollte ich, bevor ich das Interview abschließe, natürlich wie üblich den Tipp fragen, wie geht's aus, Gigs? Ja, das Hinspiel hat dieser S-Wein entschieden mit einem 1:0-Sieg für den Club und ich glaube, dass der FCA das Ergebnis umdrehen wird. 1:0 vielleicht nicht, aber ich denke mal, ein 2:1-Erfolg sollte für den FCA möglich sein, ist dringend notwendig und ich drücke dem FCA die Daumen, dass er dieses Derby für sich entscheidet. Ja, gut. Was ist dein Tipp? Ja, ich war für beide Vereine tätig und die liegen mir beide noch ein bisschen am Herzen und von daher gesehen wünsche ich, dass das 0 entschieden wird. Ich gehe davon aus, dass das 1:1 ausgeht. Ja, dann möchte ich euch beiden danken für die heutige Expertise. Ja, das war heute das Interview mit unseren beiden Experten, Gigs Bayer und Kurt Kovac. Vorbericht auf das Bayerische Derby am Sonntag, den 12. Februar, trifft der FC Augsburg auf den 1. FC Nürnberg im Bayerischen Derby. Liebe Fußballfans, kommen Sie zahlreich auch ins Elfer. Die, wo nicht im Stadion sind, aber die Markus Graf hat sich empfangen und ein großes Fußballfest am Sonntag feiern. Ich danke fürs Zuschauen.